Nein, dieses Glas zerbricht nicht. Der massive Roboterarm fasst es ganz sanft an und sortiert es ein. Wir sind bei KUKA in Stareck. Hier stehen lauter Alleskönner. Es gibt im Prinzip nichts, was die Roboter nicht können. Das kommt alles vor vom Kleben, Schweißen, Bohren, Fräsen, Manipulieren, 3D-Drucken. Was der Anwender an Fantasie bringt, können wir im Prinzip mit Robotik umsetzen. Das Unternehmen hat 1898 mit Haushalts- und Straßenlampen begonnen, danach für die Schweißindustrie produziert. 1973 kommt der erste 6-Achs-Industrieroboter auf den Markt. Nach und nach begeistern sich Industriebetriebe für Roboter. Mittlerweile ist der letzte Skeptiker schon überzeugt, dass der Roboter in der Konstellation, so wie er jetzt in das Arbeitsumfeld integriert ist, einfach als unterstützendes Instrument zu sehen ist. Mittlerweile liefert KUKA seine Roboter weltweit aus. Der Absatz steigt. Klar, die Pandemie hat auch einen Beitrag dazu geleistet. Man hat es natürlich gesehen, jetzt, wie gewisse Abhängigkeit auch von personeller Natur ist, im Prinzip auch gewisse Produktionsprozesse gefährden. Und da hat man schon gesehen, dass der Roboter schon sehr unterstützend tätig sein kann. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen in Österreich, die eine massive Challenge haben, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und da kann Automatisierung natürlich wunderbar helfen. Die Roboter verpacken etwa Schokolade, schweißen Fahrzeugkarosserien oder operieren und massieren sogar. Der Markt in Oberösterreich ist groß. Ist mitunter auch ein Grund, warum wir den Standort hier in Stareck für uns gewählt haben. In Stareck simulieren und testen die Mitarbeiter Robotersysteme und planen neue Maschinen. Anschließend geht's zum Kunden. Hier werden die Roboter montiert und gewartet. Einsetzen lassen sie sich nicht nur in der Serienproduktion. Auch immer mehr kleinere Unternehmen verwenden intelligente Maschinen. Sie müssen aber einfach zu bedienen sein. Letztendlich soll auf lange Frist gesehen der Roboter so einfach zu bedienen sein, wie es heute auch ein Handy ist. Für ein Handy brauche ich keine Betriebsanleitung. Ein Handy schalte ich ein, spüle mich damit und kann das Gerät sehr gut bedienen. Dieses Modell muss nicht mehr hinter Gitter. Der Anwender steht direkt daneben. Das Gerät ist sicher, stoppt sofort bei falscher Berührung. In einer Woche lernen hier Kunden, wie man Roboter bedient. Danach auch das Warten und Reparieren. Das Komplexe ist, das System einmal einzustellen. Wann einmal alles eingestellt ist, dass das Werkzeug richtig vermessen ist, dass die ganze Basis richtig eingerichtet ist, dann ist es relativ einfach. Dann genügt eigentlich eine Einschulung vor 2-3 Tagen und man ist fähig, so wirklich so Abläufe zu programmieren, dass der Roboter schöne Bahnen schafft. Schöne Bahnen und viel mehr. Wenn die Alleskönner loslegen, dann wird's schon mal feurig.